seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Lerner und Lernerinnen von Deutsch Global, zu unserem Video Beschwerdemail Niveau B2. Wovon handelt die Beschwerdemail? Von 5-Sterne-Luxushotels suchen Praktikantinnen. Praktikumsplatz für Touristikstudentinnen. Internationales Flair, tolles Arbeitsklima, 1A Lage. Luxhotels Dach. Und das Dach steht für Deutschland, Österreich, also Austria und Schweiz. Situation. Für ihr Touristikstudium mussten sie ein Praktikum im Ausland absolvieren, was aber überhaupt nicht ihren Erwartungen entsprach. Sie hatten das Inserat in der Online-Praktikantenbörse gefunden und sich bereits Notizen dazu gemacht. Praktikum Rezeption. 5-Sterne-Luxushotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz suchen deutschsprachige Praktikanten im Bereich Rezeption. 6 Monate. Aufgaben: Begrüßen der internationalen Gäste. Bereitstellung von Informationen über Hotel und Aktivitätsangebote in der Umgebung. Was wir bieten: Kostenlose Unterkunft im Hotel. Wochenende frei. Familiäre Atmosphäre. Bewerben Sie sich bitte bei Frau Huber. Praktikum at studyandglobe.com. Wir haben mit Schwarz die wichtigen Ausdrücke für den Beschwerdebrief oder die Beschwerdemail markiert und mit Rot einfach wichtige Ausdrücke für das Niveau B2. Betreff: Beschwerde über Praktikumsplatz. Sehr geehrte Frau Huber, aufgrund Ihres Inserats in der Online-Praktikantenbörse bewarb ich mich um den Praktikumsplatz. Es ist immer ganz wichtig, wo ihr die Anzeige gefunden habt. Das gilt natürlich nur, wenn es in der Vorlage angegeben ist. Ich bekam zwar den Platz, war aber überhaupt nicht zufrieden damit. Sie schreiben in Ihrem Inserat, dass eine der Aufgaben die Begrüßung der Gäste ist. Darauf hatte ich mich sehr gefreut, da ich ein sehr kommunikativer Mensch bin. Tatsächlich aber durfte ich niemanden begrüßen und musste stattdessen die Koffer der Gäste in ihre Zimmer tragen. Es geht also immer darum, dass ihr darauf eingeht, was in dem Inserat oder in der Anzeige stand und was dann in Wirklichkeit der Fall war. Weiterhin wollten sie, dass ich die Gäste über das Hotel und das Aktivitätsangebot in der Umgebung informiere. Das hätte ich gerne gemacht, nur stand mir leider kein Informationsmaterial zur Verfügung. Das war mir den Gästen gegenüber ausgesprochen peinlich. Und auch hier wieder, was hätte passieren sollen und was ist tatsächlich passiert? Der nächste Beschwerdepunkt betrifft die Unterkunft. Sie hatten angegeben, dass man kostenlos im Hotel untergebracht wird. Daher war ich wirklich schockiert, als man mir mitteilte, dass ich 200 Euro für das Zimmer bezahlen muss. Und das, obwohl es sich um ein unbezahltes Praktikum handelte. Und schließlich möchte ich noch erwähnen, dass ich entgegen Ihrer Angabe im Inserat nicht jedes Wochenende frei hatte, sondern nur alle 2 Wochen. Das war so anstrengend für mich, dass ich nach Ende des Praktikums erstmal Urlaub brauchte. Aus all diesen Gründen werde ich Sie auf gar keinen Fall weiterempfehlen,
bzw. Werbung für sie machen. Dieser Satz eignet sich besonders für Beschwerdebriefe, in denen es um ein Praktikum geht oder allgemein für etwas, wofür ihr nichts bezahlen musstet. Also hier könnt ihr nicht sagen, dass ihr einen Anwalt einschaltet oder euer Geld zurückhaben möchtet. Achtet da bitte darauf, denn das würde sich etwas komisch anhören, wenn ihr hier sagen würdet, ich werde meinen Anwalt einschalten. Mit freundlichem Gruß, Susanne Stadler. Und wenn ihr noch weitere Informationen zum Beschwerdebrief möchtet, dann schreibt uns einfach in unseren Kanal. Das war's wieder für heute und wir sagen Tschüss, Servus, Baba, auf Wiederlurge, macht's gut, euer Deutsch Globalteam.